Unsere Experten haben gezeigt, dass man leider nicht alle Unsicherheiten bezogen auf digitale Kommunikationswege aus dem Weg räumen kann. Wir können versuchen, Jugendliche von Alternativen zu überzeugen. Wenn es für die digitale Kommunikation mit den Jugendlichen unbedingt WhatsApp sein muss, sollte zumindest eine kritische Auseinandersetzung damit erfolgen. In der nächsten Folge beschäftigen wir uns ausführlich mit den Fragen zum Datenschutz. Sie haben den Überblick verloren? Unter jugend.beteiligen.jetzt/Videoreihe und auf unserem YouTube-Kanal können Sie sich alle bisher erschienenen Folgen der Webvideoreihe noch einmal ansehen. Über das Ausrufezeichen rechts oben in der Ecke gelangen Sie direkt zur Auswahl der Fragen dieser Folge. Über die Playlist rechts neben diesem Video gelangen Sie direkt zu den einzelnen Fragen dieser Folge. Hintergrundinformationen zu den Inhalten dieser Folge finden Sie in der Beschreibung unterhalb des Videos.